Hallo Leute, ich habe heute wieder mal ein neues Experiment für euch. Und zwar werde ich in den nächsten 30 Tagen keine Filme und Serien gucken. Ich weiß nicht, ob euch dieses Phänomen bekannt vorkommt, ob das bei euch genauso ist wie bei mir, aber ich habe mit Filmen und Serien immer so ein bisschen das gleiche Ding wie mit Social Media. Also wenn ich mal anfange zu scrollen oder anfange zu gucken, dann komme ich da irgendwie nicht mehr so richtig raus. Was ich damit meine ist, wenn ich mal so einen freien Abend zu Hause habe, dann setze ich mich aufs Sofa und denke mir, okay, ich gucke jetzt irgendwie eine Folge von der Serie an, vielleicht zwei, und ja, dann ist es halt plötzlich irgendwie 4 Stunden später. Das ist natürlich völlig okay, weil manchmal hat man halt einfach so Tage, da will man jetzt nicht noch irgendwelche großen, krassen Dinge machen abends, sondern sich wirklich einfach nur aufs Sofa legen und unter eine Wolldecke und sich einfach berieseln lassen und nicht mehr groß nachdenken. Das Ding, was mich einfach nur so ein bisschen nervt jetzt bei mir persönlich, ist, dass diese Stunden am Abend halt so die Zeit sind, die ich eigentlich für mich selbst hätte und so für Hobbys, die ich gerne mache. Und ja, ich tendiere dann halt dazu, all diese Sachen nicht zu machen und nur Filme und Serien zu gucken. Deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie die nächsten 30 Tage so laufen ohne Fernseher. Also heute ist Tag 1. Ich fange jetzt hiermit an mit diesem Experiment. Und ich habe gerade mal so eine Runde auf Instagram rumgefragt, wie es denn so bei euch ist. Also womit ihr denn gerne abends so die Zeit verbringt. Und die meisten von euch haben mir tatsächlich auch Filme und Serien geschrieben. Das heißt, mit diesem Phänomen bin ich, glaube ich, nicht so ganz alleine. Es waren aber natürlich auch ganz viele andere Sachen mit dabei, die ihr gerne macht. Irgendwie angefangen bei entspannt auf dem Sofa lesen, über zocken, Yoga machen, irgendwelche neuen Backrezepte oder Kochrezepte ausprobieren. Falls ihr übrigens auch Bock habt, bei solchen Umfragen mitzumachen, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Der Link zu meiner Seite, der ist unten in der Infobox. Ich dachte mir, es wäre irgendwie ganz cool für die nächsten Wochen, wenn ich mir jetzt für jede Woche sozusagen ein anderes Thema vornehme oder eine Sache, mit der ich mich eben in dieser Woche beschäftige, damit das jetzt kein total Chaos gibt und vor allem auch, damit ich so ein bisschen diesen Entscheidungsdruck aus dem Weg gehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das manchmal, wenn ich so einen freien Abend habe, dann sitze ich hier im Wohnzimmer und denke mir, ich könnte gerade so viele Sachen machen. Ich könnte jetzt Klavier spielen, ich könnte zocken, ich könnte lesen, ich könnte mit Freunden telefonieren. Es sind so viele Möglichkeiten und häufig ist es dann auch dieses Überangebot und diese Überforderung mit der Entscheidung, die dann halt dafür sorgt, ja, dass ich halt wieder Filme und Serien gucke. Ich dachte mir, für die erste Woche, die jetzt ja heute auch anfängt, beschäftige ich mich mal so ein bisschen intensiver mit dem Thema Musik. Also jetzt nicht mit selber Musik machen, aber mit meinen Playlists und den Sachen, die sich da so in meiner Musikbibliothek befinden. Ich muss nämlich ganz ehrlich zugeben, die ist aktuell in so einem Zustand, wo ich ein bisschen genervt davon bin oder wo ich merke, ich habe irgendwie nicht mehr so richtig Bock, Musik zu hören, weil ich alles schon ganz oft gehört habe. Also es sind immer die gleichen Sachen und irgendwie sind die auch nicht so ganz praktisch sortiert. Und ich glaube, das ist auch die Sache, bei der es am vernünftigsten ist, wenn ich damit anfange. Also erstmal den ganzen Krams irgendwie sortieren und in neue Playlists packen. Und wenn das erledigt ist, dann kann ich gucken, was es so an neuer Musik gibt. Heute ist Tag 3 und ich würde sagen, diese ganze Playlist-Mission, die war relativ erfolgreich. Ich muss euch erstmal erzählen, wie denn meine Struktur bis jetzt aussah. Ich glaube nämlich, dass das relativ seltsam ist und ich weiß nicht, ob das außer mir irgendjemand auch so gemacht hat. Falls ja, dann schreibt mir das gerne. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass mich das immer beruhigt, wenn Leute meine bescheuerten Macken auch teilen. Also bis jetzt war es so, dass ich meine Playlists immer nach Jahren sortiert habe. Und zwar nicht nach dem Erscheinungsjahr der Musik, sondern nach dem Jahr, in dem ich das Ganze gehört habe. Und das war jetzt für mich persönlich so ein System, mit dem ich ganz gut arbeiten konnte, weil ich das halt immer relativ gut zuordnen konnte. Aber wenn jetzt irgendwie jemand anderes bei meinem Account war und da was suchen wollte oder, ja, keine Ahnung, ich irgendwie nach einer bestimmten Musikrichtung oder nach einer bestimmten Stimmung irgendwas hören wollte, dann bin ich halt immer zwischen diesen Playlists hin und her gesprungen und das ist natürlich mega nervig. Deswegen habe ich jetzt umsortiert auf das, was, glaube ich, relativ viele Leute haben, und zwar so Playlists nach Stimmung. Das heißt, ich habe jetzt eine Playlist hier für morgens, so eine guten Morgen-Playlist, eine Dusch-Playlist, eine Tanz-Playlist, eine mit Disney-Songs. Dann ist hier noch eine, die Throwback heißt, also das ist Musik, die ich jetzt nicht mehr unbedingt so aktiv hören würde, die ich aber halt als Teenager mega cool fand, und manchmal hat man ja so eine Phase, wo man das wieder hören möchte. Ja, damit bin ich jetzt relativ zufrieden und deswegen würde ich sagen, für den Rest der Woche kann ich mich jetzt mit neuer Musik beschäftigen. Es gibt nämlich so ein paar Leute oder so ein paar Künstlerinnen und Künstler, von denen ich von den neuen Alben jeweils nur so 2, 3 Songs gehört habe. Aber ich weiß, dass ich die Leute an sich eben gut finde, deswegen würde ich mir jetzt gerne die Zeit nehmen, halt auch den Rest zu hören. Und das sind unter anderem, ich muss auf meine Liste gucken, boah Leute, ich habe mir halt ernsthaft im Handy eine Notiz geschrieben. Ich bin wirklich wie so eine 80-Jährige, die sich gar nichts mehr merken kann. Ja, auf jeden Fall stehen auf meiner Liste Kummer, Nora, KK, Trettmann, Seed und das Wumpenpack. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie ich deren Alben so finde.
Heute ist Tag 7 und die letzten Abende waren echt richtig schön und vor allem auch total entspannend, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mal mehr zurückerinnern kann, wann es das letzte Mal so war, dass ich einfach nur irgendwo saß oder auf dem Sofa lag und mir so ein Album von vorne bis hinten durchgehört habe und wirklich halt mal nichts anderes gemacht habe, kein anderes Gerät dabei laufen hatte, kein Second Screen, kein irgendwie irgendwas, womit ich mich abgelenkt habe, sondern halt echt nur Musik gehört habe. Ich habe alle Alben angehört, die auf meiner tollen Oma-Liste standen und die meisten davon fand ich wirklich richtig gut. Also es war nichts dabei, wo ich mir komplett dachte, so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also höchstens mal so einzelne Songs, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, die beiden, die am meisten bei mir im Kopf geblieben sind, auch einfach, weil es totale Ohrwürmer sind, sind Wie viel ist dein Outfit wert von Kummer? Und das andere ist Ticket von Seed. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass diese Woche vorbei ist, beziehungsweise, dass es jetzt Zeit ist für ein neues Thema, weil ich dann doch nicht genug musikbegeistert bin, als dass ich jetzt sagen würde, ey, noch eine Woche hinterher, in der ich wirklich nichts anderes mache, als nur Musik zu hören in meiner Freizeit. Mein Thema für die nächste Woche sind Hörbücher. Ich dachte mir, dass das irgendwie eine ganz gute Idee ist, weil ich sehr viel Zeit im Zug verbringen werde tatsächlich. Ich habe mal nachgerechnet, es sind irgendwie 30 Stunden innerhalb von 10 Tagen, also relativ viel. Ich weiß, dass ich in der Zeit auch arbeiten muss. Ich habe einige Projekte, für die ich ja die Zeit im Zug eben nutzen muss, aber zwischendurch ist da bestimmt auch die Möglichkeit, dass ich ein bisschen Hörbücher höre. Und gerade so Zugfahrten sind im Normalfall bei mir auch so Gelegenheiten, wo ich halt ganz viel dann ins Handy gucke, entweder für Insta-Stories oder halt auch für Filme und Serien, die ich mir runterlade. Und dabei ist es halt eigentlich jetzt gerade im Herbst irgendwie, wenn man so einen schönen sonnigen Herbsttag hat und da rausgucken kann, ja, ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen Verschwendung, wenn man dann die Zeit nicht nutzt dafür. Ja, Leute, das ist jetzt ein richtig großer Zeitsprung. Heute ist Tag 19, das heißt, ich habe jetzt einfach mich 12 Tage lang nicht hier gemeldet im Video und auch 12 Tage lang nichts gedreht, was mich wahnsinnig ärgert, weil ich mir jetzt gerade für dieses Video vorgenommen hatte, dass ich euch mehr live mitnehme und dass ich nicht in die Situation komme, wo ich nur hier sitze und euch nacherzähle, was passiert ist. Ja, aber so ist es halt manchmal im Leben, ne? Dass man Sachen irgendwie plant und sich das ganz schön vorstellt und dann passieren Dinge und dann läuft es einfach doch irgendwie ganz anders. Wenn euch interessiert, was passiert ist, dann ja, drückt einfach mal hier oben auf das i, da habe ich euch das Video verlinkt und sonst auch nachher nochmal in der Endcard. Ich gebe euch jetzt trotzdem mal so ein kleines Fazit zur zweiten Woche, jetzt einfach mal in Bezug auf das Experiment hier. Und da habe ich es geschafft, ein Hörbuch durchzuhören. Das ist Die Mitte der Welt und das ist irgendwie so ein Hörbuch, ja, und das kreise ich schon ganz, ganz lange rum, beziehungsweise das ist mir ganz oft empfohlen worden von Leuten und jetzt habe ich das irgendwie so ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber die ganz coole Sache ist, dass es bei BookBeat eine Playlist gibt oder so eine Kategorie extra mit LGBT-Büchern. Da ist auch das Buch drin zu Love, Simon. Das kannte ich jetzt schon, aber eben Die Mitte der Welt noch nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, falls ihr die Geschichte nicht kennt. Es geht bei Die Mitte der Welt um Phil. Und er lebt zusammen mit seiner Zwillingsschwester und mit seiner Mutter in so einer kleinen Stadt. Und ja, sie kommen dort nicht so wirklich gut zurecht mit den anderen Leuten, die da leben, weil die einfach sehr konservativ sind, beziehungsweise ein anderes Bild davon haben, wie eine Familie auszusehen hat. Und die Familie von Phil ist dann halt eher so ein bisschen unkonventionell. Phil verliebt sich dann relativ zu Beginn der Geschichte in Nicolas. Das ist ein Schüler, der bei ihm neu in die Klasse kommt und der erwidert das auch zu einem gewissen Grad und die fangen auch was miteinander an. Aber da kommt dann unter anderem das Problem, dass Nicolas Angst davor hat, geoutet zu werden. Es kommen noch einige Familiendramen mit dazu. Generell geht es so um das Thema Erwachsenwerden, wie das ist, als homosexueller Teenager zu leben, welche Probleme das so mit sich bringt und ja, ich fand das ganze Buch wirklich sehr bewegend, sehr spannend, sehr rührend auch und kann euch das auf jeden Fall weiterempfehlen. Über die Geschichte selbst will ich euch jetzt nicht mehr erzählen, aber noch so eine Kleinigkeit, die für mich persönlich immer so ein kleines Qualitätskriterium ist, beziehungsweise so eine Sache, weswegen ich dann Hörbücher nochmal lieber höre, ist, dass Rufus Beck das Ganze liest und er ist derjenige, der ja auch unter anderem die Harry Potter Hörbücher gelesen hat und ich verbinde damit sehr, sehr viele positive Erinnerungen und ja, ich liebe diese Stimme einfach. Das macht einfach irgendwie jede Geschichte sehr, sehr viel besser. Ich höre ja meine Hörbücher, wie ihr wisst, schon seit einiger Zeit über BookBeat. Und für den Fall, dass ihr die App nicht kennt, da gibt es mehrere 10.000 Hörbücher und Hörspiele. Eben unter anderem auch die beiden Titel, die ich jetzt gerade genannt habe, also Die Mitte der Welt und das Buch zu Love, Simon. Was vielleicht ganz cool ist zu wissen für die unter euch, die noch zur Schule gehen oder zur Uni oder vielleicht jetzt generell nicht so das große Budget zur Verfügung haben, ist, dass BookBeat gerade die Preise gesenkt hat. Das heißt, das normale
Probeabo bei ihnen kostet jetzt 9,99 Euro. Dafür kann man 25 Stunden im Monat hören. Ich weiß nicht, wie viele Hörbücher ihr hört, aber bei mir ist es so, dass das wirklich absolut ausreichend ist. Also wenn man sich mal anschaut, wie lange so durchschnittlich Hörbücher dauern, dann ist es so, dass man da so 2 bis 3 schafft im Monat. Aber falls ihr jetzt sagt, nee, also ich brauche da definitiv mehr Zeit, dann gibt es auch immer noch die Premium-Variante für 19,90 Euro und damit könnt ihr dann eben unbegrenzt hören. Falls ihr BookBeat einen Monat lang kostenlos testen möchtet, dann schaut sehr gerne mal in meiner Infobox vorbei. Da findet ihr einen Link dazu. Ich bin jetzt ja, wie gesagt, schon mitten in der dritten Woche und ich hatte euch, glaube ich, gerade noch gar nicht gesagt, was denn jetzt eigentlich mein Thema ist für diese Woche. Und zwar ist es das Thema Freundschaft. Irgendwie, gerade auch nachdem die letzte Woche so turbulent war, dachte ich mir, irgendwie passt das ganz gut. Und ich glaube, das ist was ich jetzt gerade einfach sehr gut gebrauchen kann. Bei vielen von meinen Freundinnen und Freunden ist es so, dass die nicht hier in Berlin leben und deswegen ist es eigentlich im Normalfall so, dass wir uns ganz viel Sprachnachrichten hin und her schicken und diese Woche habe ich mich jetzt bis jetzt schon mit 3 Leuten zum Telefonieren verabredet und das mache ich dann so richtig schön auch mal nebenbei beim Kochen oder so, aber auch das ist einfach Tradition. Also meistens, wenn ich so Sprachnachrichten kriege von einer Freundin zum Beispiel, dann beginnt die gerne mal mit so Sachen wie: Hey Lisa, also ich stehe jetzt gerade im Bad und zupfe meine Augenbrauen, ich habe dich hier an die Seite gelegt und ich erzähle dir jetzt irgendwie das neueste Update aus meinem Leben. Und das hat mir jetzt in den letzten 3 Tagen wirklich sehr, sehr gut getan und auch richtig viel Spaß gemacht und ja, wir haben uns dann wirklich echt immer so 2-3 Stunden verquatscht, wo man dann merkt, hey, das ist gar keine so blöde Idee. Das sollten wir vielleicht in Zukunft echt mal häufiger machen. Ich werde mich jetzt aber an den restlichen Tagen von dieser Woche nicht nur mit Leuten übers Telefon verabreden, sondern mich auch mit einigen Leuten im realen Leben treffen. Das finde ich auch richtig schön an meinem Freundeskreis. Wir haben eine gemeinsame große Priorität, ein gemeinsames großes Interesse und zwar ist das Essen. Man kriegt uns sehr leicht zufriedengestellt, einfach irgendwie mit so einer Schachtel Donuts und wir sind alle sehr, sehr glücklich. Und ja, das ist der Plan. Ganz viel Essen mit ganz vielen coolen Leuten. Heute ist der erste Tag von der vierten Woche und ich habe jetzt diese Woche ehrlich gesagt nicht so super viel Freizeit, die ich nutzen könnte, aber es sind 2 Abende auf jeden Fall und da dachte ich mir, ich möchte gerne 2 kleine Projekte machen, die so im weitesten Sinne in die Richtung Kreativsein gehören, also wenn man das Ganze irgendwo zusammenfassen möchte. Und das erste ist, dass ich mir überlegt habe, so ein kleines Kochbuch für mich selber zu machen, beziehungsweise Kochbuch ist jetzt ein bisschen hochtrabend gesagt, ich habe mir hier einen leeren Ordner gekauft und da möchte ich die Rezepte reinschreiben, die ich gerne koche und gerade auch so Sachen, die ich irgendwo auf meinem Handy rumfliegen habe, so Screenshots, die ich mal gemacht habe von Rezepten, die ich teilweise ausprobiert habe schon, teilweise auch nicht und die gehen da halt einfach unter und sind so ein bisschen chaotisch und unsortiert und deswegen wollte ich mir jetzt oldschool einfach, ja, einen Kochordner zulegen. Es ist einige Stunden später und das hier ist das Ergebnis. Ich habe das aufgeteilt in verschiedene Kategorien hier an der Seite. Einmal sind da Frühstücksrezepte und die anderen Sachen habe ich so ein bisschen nach der Art der Beilage aufgeteilt. Also wir haben hier Gerichte mit Quinoa, Gerichte mit Reis, mit Nudeln, mit Kartoffeln, ein trauriges, einsames Gnocchi-Gericht, Pizza, Flammkuchen und Co., Brote und Wraps, Salat, ja, der ist auch sehr einsam. Und da hinten kommen dann noch ein paar Backrezepte. Mein zweites kreatives Projekt für diese Woche ist mein Vision Board für nächstes Jahr. Es ist ja gerade Dezember und ich mache das jetzt inzwischen seit 3 oder 4 Jahren jedes Jahr im Dezember, dass ich mir überlege, was denn meine Ziele sind für nächstes Jahr. Und ich bastel dann dieses Vision Board einfach, weil das Prinzip dahinter sozusagen ist, dass man jeden Tag Bilder sieht, die mit den eigenen Zielen zu tun haben und dadurch, ja, das einfach mehr im Unterbewusstsein landet und man mehr darauf hinarbeitet, dass diese Ziele auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Ich blende euch hier mal kurz mein Vision Board von letztem Jahr ein. Also ihr seht schon, das ist einfach so ein großes Plakat und da klebe ich Sachen drauf. Bilder, Illustrationen, die ich irgendwo im Internet gefunden habe und die passen eben dann zu meinen Zielen. Also ihr seht schon, für dieses Jahr, also für 2019, waren die Ziele unter anderem, dass ich mit der Uni fertig werden wollte. Hier ist auch was zum Thema Schreiben. Ich wollte mehr in der Natur unterwegs sein und so weiter. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit einigen Jahren im Dezember, weil ich auch immer finde, dass das einfach so eine schöne Jahresabschlusstradition ist, beziehungsweise vielleicht auch, weil ich einfach sehr gerne Dinge mit dieser Kinderbastelschere hier mache. Und mit der werde ich mich jetzt auch gleich diesen Papierstapel hier widmen. Das sind nämlich meine Bilder für 2020 drauf. Das hier ist jetzt mein Ergebnis für 2020 und es hat ehrlich gesagt länger gedauert, als ich dachte, das Ganze jetzt fertig zu kriegen. Also ich saß hier locker ein paar Stunden und habe ausgeschnitten und verteilt und geklebt und ja, ihr seht schon vielleicht auch am Schatten, dass es inzwischen dunkel geworden ist draußen. Das hier ist mein liebster Part. Daran muss ich mich für nächstes Jahr am meisten erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber da steht Enough.
was ein tolles Wort ist, mit TH, für Leute wie mich, die kein TH sprechen können. So Leute, es ist jetzt Tag 30 heute und damit ist jetzt auch mein Monat ohne Filme und Serien beendet. Ich habe es euch vorhin ja schon gesagt, eigentlich hatte ich mir das ganze Experiment hier so ein bisschen anders vorgestellt, gerade auch, weil ich euer Feedback gelesen habe unter den letzten Videos und mir viele eben geschrieben haben, gerade jetzt bei so längeren Experimenten, dass ihr es ganz cool fändet, wenn ich nicht nur nacherzähle, sondern euch mehr live auch mitnehme. Ja, das hat jetzt dieses Mal leider nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe, dass das die nächsten Male besser wird und ich das so ein bisschen besser hinkriege. Aber auf jeden Fall hat mir dieses Experiment sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, dass ich die Filme und Serien mehr vermissen werde, aber ich glaube einfach, dass das Alternativprogramm sozusagen so viel Spaß gemacht hat, dass das jetzt gar nicht so doll aufgefallen ist. Ja, und fairerweise muss man halt auch dazu sagen, dass ich in den 2 Wochen in der Mitte halt einfach überarbeitet war und krank und ja, das dann wahrscheinlich auch nicht so das größte Problem war, was ich in dem Moment hatte. Ich muss auch sagen, dass ich gemerkt habe, dass diese Idee gar nicht so blöd war, sich ein Thema pro Woche rauszusuchen und dass es wirklich ganz gut geholfen hat gegen dieses Überforderungsgefühl. Da fände ich es jetzt mal ganz spannend zu wissen, ob das eine Sache ist, die ihr auch kennt, dieses Gefühl. Also, dass wenn man zu viele Optionen hat, man irgendwie nicht so richtig weiß, womit man anfangen kann oder einem das ein blödes Gefühl gibt. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Und jetzt, wo ich wieder Filme und Serien gucken kann, könnt ihr mir auch gerne schreiben, was denn euer Lieblingsfilm und eure Lieblingsserie ist. Ich bin da immer dankbar für Tipps. Könnt ihr euch auch gegenseitig vielleicht so ein bisschen inspirieren. Das finde ich ganz schön, auch so für künftig. Da kann ich immer hier so auf das Video zurückgucken, wenn mir mal nicht einfällt, was ich gucken möchte. Und dann kann ich schauen, was ihr geschrieben habt. Ja, ansonsten kommt ihr jetzt hier drüben noch zu dem Video, in dem ich erkläre, was denn los war in Woche 2 und 3. Das alles so ein bisschen näher erzähle. Hier drunter ist die Playlist mit allen bisherigen Selbstexperimenten. Schaut bei beiden, wenn ihr möchtet, sehr gerne mal vorbei. Und ja, wenn ihr wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder auf die Glocke drückt oder beides, weil dann werdet ihr benachrichtigt, immer wenn es ein neues Video von mir gibt. Ansonsten passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss!